Und damit herzlich willkommen zu der ersten Runde eines neuen Formats, und zwar KI-Rasch zusammen mit Kurga. Und Utwin. Und Utwin. Und ja, was ist KI-Rasch? Wir haben es schon mal in dem Livestream ein bisschen angetestet. Das ist jetzt nicht unbedingt auf Stronghold 2 fixiert und bezogen. Wir fangen einfach mit Stronghold 2 an. Und zwar ist die Regel einfach die, Kurga und ich starten einfach von, entweder wie hier jetzt auf dieser Map von zwei verschiedenen Richtungen oder das, je nachdem, wie es die Map ist. Wir starten einfach von zwei verschiedenen Seiten. Wir sind nicht miteinander verbündet, sondern können uns gegenseitig nerven. Wir dürfen uns aber nicht direkt angreifen. Und das Ziel ist, mehr KIs zu töten als die jeweilig andere. Und wer am Ende ja, mehr Kills hat an KIs, hat gewonnen. Und man darf sich gegenseitig behindern, man darf sich gegenseitig stören, aber man darf die Länderei, das Territorium nicht angreifen direkt. Das ist genau, also man darf nicht die direkte Länderei angreifen, aber man könnte jetzt im Falle dieser Map, könnte man jetzt hergehen und sagen, man könnte bei den Lords durchlaufen und könnte zum Beispiel die Ländereien angreifen des jeweils anderen. Das oder zum Beispiel, ja. Wenn Utwin jetzt zum Beispiel seine KI gegenüber killt und die besitzt aber eine Länderei auf der anderen Seite der Insel als Beispiel, dann dürfte ich die auch einnehmen. Ja, also Utwin damit direkt angreifen, aber halt nur die Länderei. Aber ich dürfte jetzt nicht seine Burg direkt angreifen. Wir dürfen uns halt nur auf dem Schlachtfeld gegenübertreten. Und maximal halt, ja, so kleinere Schikanen stellen, aber eben nicht direkt den Lord angreifen. Genau. Und ja, wir werden das auch so machen, wie schon bei einigen Duellen, die wir bis jetzt gemacht haben, dass wir jetzt zusammen moderieren und dann geht jeder an seinen eigenen Channel, beziehungsweise moderiert jeder für sich selbst. Und dann sehen wir den gesamten Kampf aus zwei verschiedenen Sichten. Was, ich finde, das macht es ein bisschen interessanter. Weil das allergrößte Problem ist, wenn Kurga und ich sowieso gegeneinander Multiplayer kämpfen, wir sind im selben Channel, 90% ist eh Stille und ansonsten versucht man höchstens zu bluffen, da kommen selten lustige Situationen zustande. Meistens haben wir, es ist einfach interessanter, finde ich, wenn jeder am eigenen Channel ist und jeder seine eigenen Strategien ausarbeitet und seine Taktiken durchgeht und mit den Zuschauern bespricht und sowas. Also zumindest so tut, als würde das mit den Zuschauern besprechen. Ich kann es ja wirklich. Du kannst es wirklich live machen, ja. Bei mir können die Leute erst Feedback geben, wenn es schon zu spät ist. Ja, ist richtig. Okay, ja. Ach ja, und noch der Hinweis, also wenn ihr jetzt das zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal seht, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung, da findet ihr auch diese Folge aus Utwins Sicht, die verlinke ich dann nochmal und da könnt ihr auch seine Perspektive direkt sehen. Genau, wir starten mit 100 Gold auf freier Mann. Richtig. Und wir machen es jetzt so, wir spielen gegen drei KIs. Das heißt, wer zuerst zwei KIs besiegt hat, mindestens, hat halt gewonnen. Genau. Wir wählen uns gemeinsam eine KI in der Mitte oben aus, also in der Mitte links quasi aus. Ja, das sollte schon, also ich weiß nicht, das sollte schon eine KI sein, die eine große Burg baut, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht anders siehst. Ich dachte da jetzt halt an sowas wie den Hammer oder den König vielleicht. König und Hammer wären die mit den Großen. Ja. Für den Großen. Wollte ich mal so im Raum stehen lassen. Ne? Ja, ja, genau. Also ich finde, wir könnten den König nehmen, so als Einstieg für die erste Alles Runde. Alles klar, nehmen wir den König. Ich weiß nicht, gibt es Purpur? Nee, gibt es nicht. Ne? Es gibt schon, warte mal ganz kurz, ich gehe mal kurz durch. Hier. Ich glaube, es gab doch, ja, das war das Große, das nächste müsste Purpur sein. Warte mal kurz. Ja, tatsächlich, ja, cool. Da haben wir es. Ja, passt doch. So, und jetzt entscheidet Utwin quasi, welche KI mir gegenüber ist. Und ich bestimme dann eine KI, die Utwin gegenüber ist. Okay, also ist jetzt egal, wie man jetzt quasi startet, meinst du jetzt? Also ich meine jetzt, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ich überlasse das jetzt einfach, du bestimmst jetzt, welche KI mir gegenüber sein wird. Ich meine, man könnte natürlich hergehen und sagen, der Bulle, aber das ist ja, wir wollen es ja für die erste Runde ein bisschen ruhiger gestalten, sagen wir es mal so. Ja, genau. Nehme ich mal eine, die eigentlich ansonsten eher zu den Schwächeren gehört hat, aber mittlerweile halbwegs interessant ist. Ich nehme mal Lady Saren. Da dachte ich jetzt auch irgendwie gerade dran. Interessant. Na gut, wenn du Saren nimmst, kann ich sie nicht nochmal nehmen. Du musst sie noch in der Länderei links platzieren. Ja. Das bist du. Nee, nicht mich. Genau. Und ich wähle dir gegenüber den Falken. Den Falken? Interessant. Ich glaube, das wird vom Niveau her halte ich Falke und Saren für ähnlich stark. Dann kriegen die alle natürlich noch das gleiche Team. Ja, sonst ein Witzlos. Genau. Und dann kämpfen wir gegen die drei und dann gucken wir, wer zuerst zwei Kills holt. Wunderbar. Die Regeln sind soweit klar. Wir starten, genau wie Kurga schon gesagt hat, auf freier Mann. Wenn euch das Gesamte aus Kurgas Sicht interessiert, für alle, die bei mir zugucken, ja, ist dann verlinkt in der Beschreibung, werdet ihr sehen. Dort kommt ihr dann zu dem Ganzen aus seiner Perspektive. Gut, soviel zur gemeinsamen Einleitung. Dann können wir eigentlich in getrennte Channel gehen, ne? Ja, also müssen wir nicht, ich mute mich einfach. Beziehungsweise du mutest dich einfach, ja, das Prinzip einfach. Good luck, have fun. Good luck, have fun. So, da sind wir jetzt unter uns. Freunde, ich brauche eure Hilfe.
fangen wir an. Also, wird spannend. Eure Burg wartet. Ich habe schon eine grobe Strategie mir überlegt. Wir haben gestern Abend, wir beide haben uns hingesetzt und haben mal ein bisschen probiert, sag ich jetzt mal. Wir haben mal einen Test gemacht, auch auf dieser Map hier, aber mit anderen KIs. Und da habe ich, will da ein paar Sachen anders machen. Also ich wollte gestern mal probieren, mit einer Art Brottaktik zu spielen, aber das hat nicht so gut geklappt. Hatte ich das Gefühl gehabt. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Deshalb würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Und ich hatte das Vorratslager auch ein bisschen hier drüben platziert. Das war aber doof für die Nahrungsproduktion, die hier drüben war. Deshalb muss ich es ein bisschen optimiert machen. Ich werde jetzt aber nicht spoilern, wer gestern diese Testrunde gewonnen hat. Das mache ich nicht. Von daher, ja, gucken wir mal. Hier unten ist Utwin. Bin ich mal gespannt, wie er sich gegen den Falken schlägt. Dann haben wir hier den König. Der baut jetzt keine große Burg, weil die Map ein bisschen zu klein ist. Und hier haben wir Lady Saren, vor der habe ich auch echt Schiss, weil die leichte Kavallerie von ihr schon echt hart nervt. Sagen wir es wie es ist. So, gehen wir mal hoch. Erhebt euch, Bürger! Und mit dem ersten Holz können wir gleich mal einen Steinbruch schon mal bauen. Hi übrigens an alle, die jetzt im Livestream nochmal dazugekommen sind. Ich grüße euch. Ja, ich werde mich aber eher ein bisschen fokussieren hier. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Deshalb seid bitte nicht böse, wenn ich jetzt nicht jeden Kommentar hier im Chat abfange und direkt lese. Ich versuche es immer wieder mal mitzunehmen, gerade wenn ihr Tipps oder so für mich habt. Wurde befördert. Wobei, eigentlich wäre es unfair, wenn ich mir jetzt Tipps durchlesen würde, weil Utwin hat diese Tipps gerade nicht. Deshalb werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich werde also höchstwahrscheinlich erst nach der Aufnahme dann mir den Chat mal durchlesen. Vielleicht ist das ist fairer, glaube ich. Weil wenn ich das jetzt mache, ist es ein bisschen unfair. Utwin gegenüber. Denn der hat diese Tipps, wie gesagt, nicht und das wäre jetzt nicht so schön. Ja, also meine Strategie ist auf jeden Fall auf Brot zu setzen. Die Brotstrategie. Da werde ich dann bei Zeiten dann schnell genug umstellen müssen, aber erstmal brauche ich ein bisschen Variation für den Ruhm. Und vor allem brauche ich ein paar Steine. Ich habe, wir haben das ja schon mal in einem Utwin-Livestream schon mal so ein bisschen getestet. Da war es so gewesen, dass ich ein bisschen zurückhaltender gespielt hatte auf dieser Baltikum-Map. Da musste ich mir bei mir in den YouTube-Kommentaren ein bisschen Dresche abholen. Also, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber da hat man gesagt, dass es aus meiner Perspektive ein bisschen unerträglich war zum Zugucken, was ich ein bisschen hart fand. weil ich halt Utwin schon so ein bisschen Chance gegeben habe oder gelassen habe, besser gesagt. Und das werde ich diesmal aber jetzt nicht machen. Also ich werde jetzt nicht hergehen und jetzt hier irgendwie schwächer spielen oder schlechter spielen oder so. Das mache ich jetzt nicht. Also ich werde jetzt schon voll durchziehen und ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Auch zusehen, dass ich gewinne. Also das ist halt schon mein Anspruch. Stronghold 2 ist mein Metier und da muss ich die Nase vorne haben und wenn ich hier verliere, dann werde ich in den anderen Stronghold-Spielen sowieso verlieren. So. Ihr wisst, wie es ist. Komm schon. Need some wood, Sire. Okay. Zack. So, dann gucken wir mal, dass das jetzt hier langsam mal losgeht. Ja, bei Utwin sieht es ganz gut aus. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Mein Plan ist natürlich ganz klar zu sagen, ich wall hier einfach nur die Länderei ab. Also das jetzt hier groß mit innerer Burg anfangen, das werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht. Dementsprechend, ja. Ich fange aber jetzt schon mal mit Getreide an. Und versuche da jetzt schon mal umzugehen. Hier drüben soll dann nur noch Brot stehen. Also hier soll wirklich Brotproduktion hin. Weder Utwin noch ich haben Eisen. Also das heißt, wir spielen komplett ohne Eisen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich hergehe und auf Berserker gehe. Schnelle Einheit, die stark ist. Und dann eben gucke, dass ich ja dann ein mit Bogenschützen Burgherr wurde befördert. Und Lanzenträgern möglicherweise noch dazu arbeite. Jo. Okay, wir können ruhig ein bisschen mehr Holz machen für den Anfang. Irgendwann ist das bisschen Holz halt hier weg. Und dann sind wir gezwungen, in die nächste Länderei zu gehen. Also das heißt, wir können nicht ewig einfach da sitzen und nichts machen. Das funktioniert nicht. Wir müssen einfach ein bisschen durchrocken. Nee, Kyrosus ist nicht notwendig. Brauchst uns nichts schicken. Wir sind heute. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Wir sind schon heute bedient. Also wir haben auch einen straffen Zeitplan. Also wir werden da nicht erstmal irgendwas rummotten oder so. Beim nächsten Mal dann eventuell. So, 4 Getreidefarmen reichen mir. Mehr will ich nicht machen.
Oh, hier passt natürlich keine Mühle hin. Okay, können wir schon? Ne, brauchen wir noch nicht. Wir haben jetzt das erste Stein schon bekommen, das ist gut. Bisschen Jauche, Anti-Jauche. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Ne, werden wir jetzt noch nicht. Solange ich jetzt noch keine Jauche sehe, mache ich das jetzt noch nicht. Ich werde jetzt lieber zusehen, mehr Steinbrüche. Schnell viel Stein reinbekommen, das ist wichtig. Und dann gucken wir, dass das alles passt. Ich brauche noch hier Gericht, werde ich irgendwo wahrscheinlich hier hinbauen, dann in die vordere Mauer mit einsetzen. Und dann passt das. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Das passt da nicht hin, my Lord. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Gucken wir, aber ich habe ein bisschen Gold, um hier ein bisschen was dagegen zu machen. So, jetzt kommt ein langsam gegnerischer Burgherr wurde befördert. Rein. Das ist gut. Das heißt, ich fange jetzt schon mal mit dem ersten Brot an. Steine sparen wir jetzt uns noch. Ich habe Ratten hier irgendwo gesehen. Unser Falkner. Perfekt. So, hier haben wir die erste Jauche über. Ach, Mist, das war jetzt verschwendete Ressourcen. Das hätte ich nicht mit einem Falknerposten machen dürfen. Das war so die Macht der Gewohnheit irgendwie. Das mit einem Falknerposten zu überbauen. Das ist übrigens eine abgesprochene Sache, also Utwin kann das auch machen. Wir haben uns das jetzt nicht irgendwie verboten, das jetzt nicht zu machen, so Sachen wie Jauche überbauen. Das ist eine valide Taktik, die Utwin auch anwendet, also das ist nicht schlimm. Also ich hoffe, dass er dran denkt, wenn er nicht dran denkt, tut mir natürlich ein bisschen leid für ihn, aber... Das ist jetzt so eine Sache, die wir uns nicht jetzt verboten haben. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen doof gebaut hier, gebe ich zu. Alles nicht so optimal. Ich kann ja aus irgendeinem Grund kann ich hier nichts hinbauen. Hier geht irgendwie nichts. Dafür reißen wir die Käserei ab und gehen jetzt halt auf, schön auf Brot hier. Das jetzt, wird jetzt wichtig. Ich habe noch keine Jauchengrube gebaut, aber sollten wir jetzt vielleicht mal machen. Da kommt jetzt schon die erste Jauche an. So, jetzt gehen wir mal Ritter. Erhebt euch, Ritter! Jo. Das heißt, meine Strat wird sein... Ja... Viele Bogenschützen natürlich, ganz wichtig. Ich baue das einfach so, warum nicht? Zwar, gut, das ist aber auch nicht so nah dran jetzt hier, ne? Das ist schon ein relativ weiter Laufweg, den die Leute dann hier hinlegen müssen. Habe ich mir nicht überlegt. Aber gut, machen wir jetzt einfach so. Wie gesagt, sobald wir dann Eure viel Brot Belegtheit haben sollten, was ich hoffe, dann können wir auch gut... Was passt? Dann könnten wir auch gut dann Brot verkaufen. Also darauf will ich so ein bisschen setzen. Weil ich habe gestern im Test so ein bisschen gemerkt, dass das ohne Brot hier nicht so gut läuft. Weil dadurch, dass wir auch kein Eisen haben, haben wir einen starken wirtschaftlichen Nachteil. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. So, da muss jetzt mal langsam... Kommt jetzt schon mal das erste Brot rein. Das ist gut. So. Jetzt haben wir 6 Bäckereien. Das reicht mir für den Anfang. Reicht mir das erstmal. Wir werden das wahrscheinlich nochmal ein paar Sachen mehr bauen. So, ich mache eine Maske und einen Pranger, das reicht mir. Und dann jetzt Bogenproduktion. Und wir bauen mal schon mal zu. Das ist mir hier schon mal ein Bedürfnis. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. So, dass wir hier schon mal absichern, dass wir hier nicht gerusht werden. Das ist wichtig. Weil Saren wird bald schon anfangen mit Truppen. Ich sehe aber, was ich bisher... Ah, doch, da ist der Söldner. Ja, doch, der Söldnerposten. Genau, vom König habe ich auch ein bisschen Angst. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, Utwin, der hat auch schon Bogenproduktion. Interessant. Oh, ja, okay. Der wird da auch schnell machen, glaube ich. Also, der wird da auch nicht lange fackeln, so wie ich das mal einschätze. So, schnell mehr Steinbrüche. Viele, viele Steine. Okay. So, wie sieht's ein mit Brot aus? Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Noch nicht so, dass Eure ich jetzt sagen könnte... steigt. Jetzt können wir hier schon mal richtig reinbuttern mit Verkauf und so. Ein bisschen können wir machen. Aber nicht so viel. Wir kaufen mal ein bisschen anderen Stuff hier ein für mehr Ehre. Für Ehre. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen ein Haus. Oh je, oh je. Kann natürlich sein, dass jetzt im Stress ich ein paar Sachen übersehe oder vergesse. Seid mir bitte nicht böse. Wenn ich da jetzt das manche Mal nicht so schnell reagiere. Aber das passiert dann einfach mal.
Im Eifer des Gefechts. So. Ich baue das jetzt mal so hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass das hier erstmal alles hält und Saren da jetzt nicht mit übermäßig viel Katapulten kommt. Siehst du, oh mein Gott, ich habe gar keine Kaserne. Ja gut, mit der nächsten Steinlieferung. Mit der nächsten Steinlieferung, ganz wichtig. Ah, ich muss aufpassen, ich bin fehleranfällig. Wenn ich im Stress bin, bin ich fehleranfällig. So, da haben wir die nächste Wohnproduktion. Und dann hier auch schon mal einen Söldnerposten. Hier so hin. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Ja, natürlich passt das dann hier nicht mehr. Boah, okay. Na, dann machen wir es so. Das ist eigentlich weniger die Lösung, die ich bevorzuge, aber dann machen wir es halt so. Das ist okay. So. Und dann stellen wir hier die ersten Bogenschützen drauf. Denn ich habe Angst, dass Saren jetzt auch gleich schon anfängt mit Truppen ausbilden und dann loslegen. Und da muss ich vorbereitet sein. Ja, beim König bin ich auch sehr gespannt. Der wird viele gepanzerte Einheiten wahrscheinlich haben. Auch wenn die KIs da... Der Finn hat echt schon viel mehr Bogenschützen als ich. Krass. Naja. Ich weiß nicht, ob er nochmal geübt hat oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Fände ich aber okay. Also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er das jetzt gemacht hätte. So, wie ist denn jetzt mit Nahrung? Unsere Nahrungsvorräte schwinden, mein Herr. Wir haben ziemlich viel Mehl. Also eigentlich könnten wir ruhig mal gucken, dass wir mehr Bäckereien errichten. So, das sollte jetzt aber tatsächlich eigentlich reichen. Also sehr viel mehr will ich da jetzt eigentlich nicht machen. Ich baue jetzt hier noch einen Steinbruch, um maximale Steinausbeute rauszuholen. Wie gesagt, Holz ist irgendwann durch. Da muss ich dann vorbereitet sein, dass ich ein bisschen dann die Länderei da vorne angreifen kann. Ich mache auch Speere. Das hat gestern eigentlich ganz gut funktioniert. Also ja. Die Bäckerei hier hinten, die hat eh nicht so effizient wahrscheinlich funktioniert. Dann nehme ich die mal weg. Möglichst viele Bogenbauer bauen. Ja, Utwin hat mit Ratten und Verbrechen zu tun. Wie er da eine Mauer, glaube ich, gebaut hat. Ich glaube, das mache ich jetzt halt wirklich gar nicht hier drin. Also das mit solchen Spirenzchen fange ich jetzt hier nicht an. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Den Stein jetzt hauptsächlich eher verkaufen. Und hier viele Bogenproduktion hinsetzen. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Viel nutzen, das bringt mir auch viel Geld. Ein 50 Brot zu verkaufen bringt halt 100 Gold. 100 Gold haben oder nicht haben. Also, da bin ich schon dabei. Wir machen hier so eine kleine Gasse aus Bogenbauern und wie gesagt auch hier vorne ein paar Speerbauer. Speere kann man im Zweifel auch noch verkaufen. Ich will halt hauptsächlich eher auf Berserker gehen. Das ist halt mein Plan. Aber die Brotproduktion lässt ganz schön zu wünschen übrig. Also irgendwie ist die weniger gut, als ich mir irgendwie erhofft hatte. Soll ich vielleicht noch eine Mühle bauen? Aber eigentlich haben wir genug Mehl. Kommt eigentlich gut rein, also. Ich baue mal noch eine zweite Mühle, komm. Einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen, dass das auch wirklich gewährleistet ist. Weil Getreide haben wir genug da. Vielleicht scheitert es ein bisschen gerade am Mehl. Vielleicht kann es effizienter sein, wenn mehr Mehl da ist. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Gut, ich ersetze mal direkt. Ich habe hier keine Lust auf irgendwelche Produktionseinbußen. Das kommt mir hier gar nicht in die Tüte. So, Stein läuft jetzt schon mal gut. Okay. Ja, okay, was wird Saren machen? Utwin hat mir Saren gegeben. Bogenschützen, Speerträger, aber halt, ich weiß halt auch, dass die viel leichte Kraft macht. Euer Zeichen, Sire? Wenn ich mich da recht dran erinnere, wird da viel leichte Kraft noch um die Ecke kommen. So, 400 Gold durch Brot. Let's go. So, das wird eine fette Waffenproduktion geben, Freunde.
Oh, 100 Steine. Oh, das bringt jetzt. Jetzt kommt die Kohle rein. Jetzt läuft's. Ja, komm, 5 Sperrbauer. Vielleicht noch einen 6. hier. Das reicht mir dann. Komm, das können wir sogar jetzt machen. Let's go. Das Gold haben wir jetzt. Erhebt euch, edle Ritter. Ich weiß gerade gar nicht, ab wann. Ich glaube, ab Baron oder Streiter des Königs konnte man Berserker bauen. By the way, ist das keine Taktik, die ich jetzt immer anwenden würde, wenn wir Stronghold 2 spielen. Also wir haben auf jeden Fall geplant, jetzt noch ein paar Runden zu machen auf anderen Maps. Mit anderen Gegnern, teilweise auch mit mehr Gegnern. Die Sache ist, wir wollen halt, wenn wir natürlich, also ich will halt, wenn ich andere Ressourcen auch teilweise zur Verfügung habe, dann auch, wenn ich mit Eisen arbeiten kann, natürlich dann auch gepanzerte Einheiten machen, logischerweise. Guck mal, da sind sie schon. Die ersten. Ah, Saren macht halt auch Pikeniere. Ach du Scheiße. Okay. Was macht? Ah, der Falke macht dafür viele Vogelfreie. Ja, okay. Die Vogelfreie mit ihrem Speerwurf, die können halt auch echt gefährlich sein. Ach du Scheiße, Utwin geht da echt schon ran. Utwin geht da schon echt ran. Mann, oh Mann, Utwin weg. Mal ein bisschen Platz schaffen hier mal für eine Baumeistergilde. Der will es da jetzt schon echt rein wissen. Erhebt euch, Reichsritter! Ich glaube, erst ab der nächsten Stufe gibt's Waffen benötigt, Sire. Gibt's Berserker, glaube ich. Ich glaube, mit dem Brot sollte es jetzt. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Irgendwie habe ich das krasser in Erinnerung alles. Okay, ich gehe jetzt mal runter von den Steuern. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein paar Strafen mehr bauen, damit die Verbrecher mal aus dem Kerker rauskommen. Okay, langsam aber sicher sollte die Bogenproduktion jetzt auch mal loslaufen. Und zwar richtig loslaufen. Also eigentlich sollte das passen von der Wirtschaftlichkeit her. Ich habe mehr Produktion, ich habe mehr Bäcker. Gut, Utwin buttert halt auch voll mit den Steinbrüchen rein, wie ich sehe. Aber er geht nicht vollständig auf Brot. Er versucht sich mit dieser Nahrungsvarianz durchzuhalten. Er will das halt echt mit Bauern machen. Okay. Er hat gute Karten, wenn er den Moment abpasst, wo der Falke gerade beim Festmahl ist. Dann ist das immer ein guter Moment. Weil dann kann man die KI immer gut rushen. Also auf dem Bergfried rushen und den Bergfried einfach erobern. Das geht dann auch immer. Nein. Tja. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Komm, Bögen kaufen jetzt. Jetzt habe ich die Wirtschaftlichkeit zu sagen, jetzt kaufe ich mir den Shit. Ihr braucht mehr Ehre, my lord. Oh, fehlende Ehre ist natürlich ein Problem, aber da kann ich ein bisschen Stuff einkaufen, damit es beim nächsten Fest mal ein bisschen krasser wird. Das triggert mich so hart, ich muss das jedes Mal abreißen und neu bauen. Das kann ich mir einfach nicht angucken, da, wenn da irgend so ein Gebäude hier dann nicht arbeitet. Kann ich noch einen Steinbruch bauen hier? Ich denke schon, warte mal, wenn ich hier den Jaure-Kollegen abreiße, dann passt da noch ein Steinbruch, wenn ihr wollt, let's go. Mehr Wirtschaftlichkeit. Um jeden Preis. Ihr habt nicht genug Gold, um die. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass Utwin sich gestern Nacht noch irgendwie hingesetzt hat und trainiert hat und so ein Scheiß. Das traue ich ihm halt echt zu. Dass er das halt auch mit einem gewissen Ehrgeiz halt auch macht, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch gewünscht. Und dass der da halt da richtig reinhämmert. So, jetzt fehlt mir so ein bisschen die Ehre. Um die Bogenschützen auszubilden. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Ach, guck mal, der König hat jetzt diese Länderei gekauft. Nehme ich mir die jetzt? Wir sind eure Leute. Komm, 30 in Bogenschützen, Bewegung. Let's go. Eure treuen Bogenschützen. Lanzen vorwärts. Das ist, könnte meine Wirtschaft sein. Wie lautet sein, der Plan? Brauche. Was macht Utwin? Utwin geht noch nicht zum Angriff über. Er wartet noch. Er sammelt noch. Aber der Falke ein fängt Bauer jetzt halt hat auch das an. Gesetz gebrochen, mein Herr. Puppen rüber zu schicken. Das Problem ist nur, oh mein Gott, der Idiot setzt seine Bogenschützen halt überhaupt nicht ein. Na toll. Unsere Truppen werden angegriffen. So, die Länderei habe ich mir jetzt schon. Unsere gesehen. Bögen werden singen. Das heißt, diese Apfelfarmen oder diese Apfelbauern werden schon mal meine sein. Auf die Welle! So, ich setze schon mal den Sammelpunkt hier drin.
Beziehungsweise da draußen, nicht da drin, Lul. So, hier können wir wieder ein bisschen Steine veräußern, Brot veräußern. Oh, da habe ich ein bisschen viel veräußert. Ich überlege halt, ob ich eine Foltergilde irgendwo hinbaue. Mist, das passt hier nicht mehr. Pass auf, ich mach's folgendermaßen. Ich baue jetzt mal 3 Hütten hier unten hin. Das passt da nicht hin, my lord. Das passt da nicht hin, my lord. Ach, ich bin der Maximum. Alles klar, nice. So, und dann baue ich hier oben mal eine Foltergilde. Bei nee, andererseits, das wäre jetzt Geldverschwendung. Das sollte ich jetzt nicht machen. Das ist nicht absolut notwendig. Waffen benötigt, Sire. Das sollte ich nicht machen. Ich sollte lieber die Ehre durch die Strafen noch mitnehmen. Weil das gibt halt auch Ehre. Reißt die Gebäude ja sowieso ab, damit sie wirtschaftlicher sind. Also, naja. So, ich kaufe immer mal so ein bisschen ein paar neue Sachen ein, um die Ehre nochmal dazu zu holen. Okay, also vom Geld her ist es jetzt eigentlich okay. Ich frage mich halt nur, warum Saren nicht angreift. Vielleicht braucht die einfach zu lange. Aber Pascal ist wirtschaftlicher, das ist gut, das ist wichtig. Saren ist nämlich nicht so wirtschaftlich, die hat ihre Türme hier noch nicht gebaut. Aber ich traue mich noch nicht anzugreifen wegen der ganzen leichten Kraft, die dort rumgammelt. Ich muss dann unbedingt noch eine Stufe aufsteigen, ich muss Streiter des Königs werden. Weil dann darf ich nämlich, glaube ich, auch Berserker machen. Dafür könnte ich diese Wirtschaftlichkeit, die vorausgesetzt ist, dafür schon haben. So. Okay, 800 Gold. Oh, cool. Vielleicht soll ich hergehen und die schon mal so ein bisschen runterschießen. Ja, Herr. Ja, jetzt bewegt die natürlich. Bogenschützen, vorbereiten! Unsere Truppen werden angegriffen! So. Je weniger die hat, desto besser. Boah, 500 Gold jetzt dafür ausgeben, ist jetzt, glaube ich, nicht wert. Ja, Sire, gehen in Stellung! Vom König kommt es jetzt auch noch nichts. So schnell wir können, Sire! Ein paar Leiternträger mehr. Unsere Sehnen sind gewachst. Würde ich sofort begrüßen. Ich würde jetzt ungern auf so einen Bauern hersetzen, wie Utwin das jetzt gemacht hat. Oh, vielleicht passt hier sogar ein Jahrmarkt noch rein, weiß. So, Nahrung. Ja, mit Nahrung geht das jetzt echt gut hier. Das ist schön. Brauchen wir nur noch ein bisschen mehr Ehre, damit ich Streiter des Königs werden kann. Utwin, Utwin hat es schwerer. Utwin hat es definitiv schwerer. Weil der Falke eine bessere Verteidigung hat als Saren. Saren hat zwar gepanzerte Einheiten. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, ich muss meine Bogenschützen unbedingt helfen. Speere hoch! Wenn ich es schaffen würde, irgendwie dieses. Gebt uns nur ein Ziel! Warte. Dazu brauche ich doch jetzt ein Belagerungscamp, fällt mir gerade ein. Yes! Wie können wir dienen? Das kann ich machen. Let's go. KI hat meistens keine Brunnen. Ah, doch, hier hinten hat es einen, aber bis der angekommen ist, brennt hier schon alles. Einfach anzünden. Let's go. Baumeister zu Diensten. Okay. Das sollten die Reiter dort schon nicht aushalten, ehrlich gesagt. Okay. Komm schon, 8 Ehre noch. 8 Ehre. Unsere Truppen werden angegriffen. Okay, wenn ich Glück habe, ja, das Feuer springt gut über, das ist nice. Alter, die Steine, ein jawohl. Gegnerischer Burgherr wurde befördert. Steine und Brot, weg damit, braucht keiner. Oh shit, jetzt muss ich mich beeilen. Weil wenn Utwin den Falken raushaut, dann muss ich zum König. Geht halt darum, es gewinnt derjenige, der zuerst 2 KIs geplättet hat. Und da ich an den Falken nicht rankomme, kann nur der König dann das Endziel sein. Komm schon jetzt. Erhebt euch, Streiter des Königs! Geht's ab. Berserker-Time! So, sehr gut. Wichtig. Weil ich glaube, nur mit Lanzenträgern werde ich das nicht schaffen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Schilder. Braucht ihr etwas?
euer Zeichen, Sire? Für unseren Herrn. So. Bogenschützen, bereit machen. Eins, zwei. Bogenschützen in Bewegung. Go. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen unterwegs. Bei Odins Bart. Ein guter Tag zum Kämpfen. So. Wie lautet die Mission? Beim Donner. Wir sind eure Leute. Rauf auf die Welle! Ich rieche Blut. Ob's reicht, ich weiß nicht. Nein! Unsere Truppen werden angegriffen. Was machen denn da meine komischen Lanzenträger da? Kein Geld, ne? Ja, kann sein, dass es nicht reicht. Kriegsäxte! Kann sein, dass das nicht reichen wird. Ich bin bereit zur Schlacht! Die müssen halt den ganzen Weg hier drumherum gehen. Wo ist denn Saren? Nach da oben. Und da noch Fallen da drin wahrscheinlich, ne? 15, ob das klappt. Ich kenne keine Furcht. Ich rieche Blut. Die wehrt sich wirklich mit Händen und Füßen. Nee, das schaffe ich nicht. Scheiße. Sagt einfach Bescheid. Ah, ich habe echt verkackt, ey. Mann. Jetzt, wo mein es drauf Licht ankommt. Verlöscht in jo, ich hab's geschafft. Nice. Ich hab's doch geschafft. Ich hab das schon aufgegeben, ey. Fucking hell. Gut. Gut. Ja, gut drin. Schwitzen. Rekruten benötigt, Sire. Ich hab's echt geschafft. Ist immer nahe. Sieben Berserker sind noch übrig. Zum Sieg! Krieg! Bei Odins dieser eine Leiternträger ohne Leitern. Natürlich! Okay, jetzt steht nur der König. Ah, lol! Aber er hat den Falken auch geschlagen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, der Falke sendet dann immer so eine, Botschaft irgendwie. Aber das hat er jetzt hier gar nicht getan. Okay, wir sind ziemlich gleich auf. Oh, fuck. Jetzt kann ich nur hoffen, dass meine Wirtschaftlichkeit besser ist. Waffen benötigt, Sire. Als die von Utwin. Ein guter Tag zum Kämpfen. Beim Donner. Es geht los. Rücken vor. Unsere Bögen werden singen. Okay. Unsere Truppen werden angegriffen. Rekruten benötigt, Sire. Aber Utwin hat die schwierigere Seite zum Angreifen, meines Erachtens nach. Er muss die Baumstämme-Seite angreifen. Ich kann von hinten angreifen. Ich kann sagen, ich lege hier Leitern an und kletter dann rein. Oder hier so. Also das könnte gehen. Ich werde den König jetzt nicht anzünden. Wir sind bereit. Weil damit helfe ich Utwin ja auch nur. Ehrlich gesagt. Und das will ich nicht. Rambok? Nee. Ein dann Bauer hat das Gesetz Leitern gebrochen, mein Herr. Leitern ist ein sichererer Weg. Was mich wundert, der König hat gar keine gepanzerte Einheiten. Kann das wirklich daran liegen, dass es kein Eisen bei ihm gibt? Wo ist der Feind? Kann das wirklich der ganze Grund sein? Möglich. So, und ich brauche viel mehr Bärs. Doch, der hat hier Schwertkämpfer, sehe ich da. Okay. Ich bin im Tunnel. Und ich habe keinen Empfang. Aber ich habe massig Kohle. Also durch den Stein und durch das Brot kann ich jetzt richtig Kohle drücken. So, Geld. Geld. Ich weiß nicht. Könnten vielleicht mal das passt da nicht hin, my lord. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Gold. Er macht diese Berserker-Taktik auch. Oh Mann. Er macht es auch mit Berserkern. Ich hab grad verkauft wie so ein Blöder. Ich kann jetzt nicht so viel verkaufen. Ne? Er macht auch die Berserker-Taktik. Ja, es hat eine gute Taktik, ne? Man braucht halt nur Geld, ne? Aber er will es halt auch mit Bauern machen. Und Schilde. Bauern und Schilde.
Na mein Guter, das du kannst. Wie kann lautet der Plan? Ort bekannt. Ja, ist halt smart von ihm, das halt, also sich abzugucken. Also, würde ich an seiner Stelle vielleicht auch machen. Also, unsere Werkzeuge sind bereit. Ziehen jetzt los! Rekruten benötigt, Sire. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es so klug ist, auf noch mehr Bogenschützen zu gehen. Weil im Endeffekt helfen mir Königsbogenschützen ja auch gegen seine eigenen Einheiten. Also gegen Utfin. Hilft mir das ja auch. Wenn der König die möglichst viele des Kornspeichers wachsen, Bogenschützen Sire. Hat. Wie viele Berserker haben wir denn jetzt? Ein paar, ein bisschen mehr als... Oh, scheiße, nee, ich muss jetzt angreifen. Kriegsäxte! Ich bin bereit zur Schlacht. Ziehen los. Ich muss Utfin angreifen. Ich muss Utfin angreifen. Furcht. Marsch, Kolonne. Ich muss Utfin schlagen, Blut. Nicht den König. Andererseits. Alles bereit. Könnte ich versuchen. Aber er schützt seine Truppen da auch mit Berserkern. Der Tod ist immer nahe. Da kann ich nicht hin, Sire. Krieg! Bei Odins Bart. Die werden bluten. Jetzt kämpfen meine Bogenschützen gegen seine. Es ist gut, er schießt meine Leiternträger hier ab. Das ist sehr gut. Bogenschützen, dass er das macht. Vorbereiten. Ziehen los. Alles wird gut, Männer. Scheiße. So, perfekt. Ein guter Tag zum Kämpfen. Das ist jetzt my time to shine. Ich kann jetzt den König schlagen. Jetzt sind hier Leitern am Start. Und ich kann hinten mich hochsneaken. Ich weiß nicht, ob Utfin das sieht, ehrlich gesagt. Mein Herr. Wenn ich Glück habe, sieht's Utfin nicht hinter der Mauer. Ich glaube, er hat's nicht gesehen. Oder er sieht's jetzt erst und weiß, dass es zu spät ist. Blut. Kriegsäxte. Das muss es jetzt sein. Ich bin bereit zur Schlacht. Das muss es sein. Ich kenne keine Furcht. Ich rieche Blut. Ja, ich hab gewonnen. Boah, aber wie knapp das aber auch wieder war. Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Dann GG an der Stelle. Wahnsinn. Boah, Alter. Ich hab echt gehofft, dass du das nicht siehst. Ich hab die Berserker echt nicht gesehen, ne. Oh, das war mein Ich dachte Glück. Jetzt echt, du hättest nicht hingeschaut und hättest alles gejietet. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Boah, da habe ich aber echt Glück gehabt. Weil ich hab zuerst überlegt, so, ich darf eigentlich gar nicht so viele Bogenschützen machen, weil die Bogenschützen vom König helfen mir ja auch gegen dich im Grunde. Mhm. Und dann habe ich gehofft, als ich gesehen habe, dass du angreifst, dachte ich mir, scheiße, jetzt muss ich mit dem angreifen, was ich habe. Und so viel war es nämlich eigentlich gar nicht. Und dann war meine letzte Hoffnung wirklich, dass du das nicht siehst, dass ich da hinten die Leitern anlege und da hinten mich hinter der Burgküche hochsneake. Ist dir aber eigentlich aufgefallen, dass die alle die gleiche Burg gebaut haben? Ich würde dann jetzt mal nach der Runde mal checken, ob da auch wirklich alle Burgen drin sind. Weil aber ich glaube, wahrscheinlich ist die Minimalburg bei jeder KI die gleiche, aber auf irgendeine Weise haben die alle genau exakt die gleiche Burg gebaut. Ja, das liegt halt daran, dass die halt keine anderen kleinen Burgen haben, die großen KIs. Weil das waren ja jetzt ehrlich gesagt eigentlich nur große KIs. Ah. So KIs wie Edwin gestern zum Beispiel. Der hatte auch kleinere Burgen oder andere Burgen, die dann auch in das Gebiet reinpassen. Das hast du ja gesehen, das hat er gestern auch gemacht. Das ist halt einer der Nachteile, wenn man bei einer Map, wo selbst die größte Länderei hinten nur so mittelgroß ist, da hat der König wahrscheinlich mit seinen größeren Burgen nicht reingepasst. Da müsste man wahrscheinlich, wenn man die Map nochmal machen, müsste man eine mittelgroße KI nehmen. Oder so wie den Bischof oder sowas. Genau. Oder William, der hat ja gestern auch seine größere Burg gebaut da. Alter, aber ich muss sagen, du hast echt die Schlagzahl vorgegeben. Also hättest du nicht schon zu früh den Falken auch angegriffen, hätte ich Saren auch eher länger gewartet und hätte auch noch mehr gesammelt. Also das ging Schlag auf Schlag jetzt einfach. Also das war knapper, als es jetzt aussah. Das war doch ziemlich knapp. Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich das hätte, weil ich habe echt die Berserker nicht gesehen. Oh shit, ich bin so auf deine Aufnahme gespannt, wirklich. Ja, okay, dann... Ja, dann mal vielen Dank fürs Zusehen, genau. Und dann sehen wir uns hier dann beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Runde. Die ging jetzt relativ, das war jetzt 40 Minuten. Das ist überschaubar gewesen. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.